Bei der Suchaktion nach dem abgestürzten Flugzeug in Indonesien haben die Behörden die Blackboxen der Maschine vor der Küste der Insel Java geortet. Taucher sollen die zwei Geräte nun bergen. Mithilfe der Blackboxen erhoffen sich die Behörden, den Absturzhergang nachvollziehen zu können. Am Sonntagmorgen hatte die Polizei bereits den Fund von Leichenteilen und Trümmern gemeldet. Die Boeing-Maschine der indonesischen Fluggesellschaft Sriwijaya Air war am Samstag nur wenige Minuten nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta vom Radar verschwunden. Alle 62 Menschen an Bord waren Indonesier.